Wir waren im Sommer in Kroatien und haben verschiedene Leute besucht, auch den Frock. Und in der Messe, nach der Predigt, sagt er: So, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Da war ein kleines Mädchen, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihren Eltern flüchten musste. Mit nichts sind sie weg. Sie haben in Österreich wieder eine Heimat gefunden. Das Mädchen ist erwachsen geworden, hat eine Familie gegründet. Und im Jahr 91, wie bei uns Krieg war, hat sie uns angerufen und gefragt, wie es uns geht, ob wir Hilfe brauchen. Ich habe natürlich gleich gesagt, ja, wir brauchen Hilfe, es geht uns sehr schlecht. Sie hat zu sammeln begonnen in Österreich, hat einen Laster nach dem anderen voll beladen, zu uns geschickt, mit lauter nützlichen Dingen. Sie hat uns nicht vergessen. Inzwischen sind es schon 146 Lastautos geworden. Geduld und Gottvertrauen. Also ich muss immer wieder sagen, es war eigentlich ein besonderes Erlebnis, auch für mich. So etwas habe ich noch nie gemacht. Ich auch nicht. Nie gesehen. Also, ich werde es nie vergessen. Es war wirklich Es waren manchmal traurige Sachen, aber an und für sich war es wirklich ein schönes Erleben. Also ich muss sagen, ich war schon ein bisschen skeptisch und ich kann mich nur so gut erinnern, wie wir dann den ersten Laster eingeräumt haben, wie wir alle halt froh waren, dass da so viele Güter da waren, die wir aufladen können. Und das war einfach, ja, das war für uns auch ein schönes Erlebnis. Und dass das dann sich so fortsetzt, das hätte ich eigentlich nie gedacht. Da habe ich mir gedacht, na Mariam, es ist schon laufend was zugekommen, aber ich habe mir gedacht, na, ich weiß nicht, oft haben Sachen dabei gewesen, wo sie die ganze Schachtel schmeißen was können, weil da haben sie zugepickt und zugebunden und alles, und drinnen waren so Fetzerl und so Zeug, also das war. Dann haben wir viel Wäsche gewaschen mit warm, dann haben wir gewaschen, weil es so schier war und gepflegt und alles. Aber es war schon mühsam am Anfang. Und dann ist es aber eigentlich, nach dem ersten Ding ist es eigentlich laufend gegangen dann. Also da ist dann mehr zugekommen. Also schöne Sachen, was Tuchen und Möbeln und Öfen und so Zeug. Also das ist dann schon. Ja, am Anfang hätte man das eigentlich fast nicht für möglich gehalten, dass so eine große Aktion draus wird. Aber dank deiner Mutter, die eben da wirklich ihren ganzen Ehrgeiz dahinter gesetzt hat, ist das wirklich eine große, bewundernswerte Aktion geworden und wünschenswert, dass die auch weiterhin so bleibt. Thank you.
Ja, wir haben uns eigentlich durchs Kirchengehen und so haben wir bekannt worden und haben wir dann eigentlich hat's gesagt, ob mich das interessiert, ob ich helfe. Mhm. Und gesagt, ja, nicht weiters, weil Zeit gehabt habe ich. Weil mein Mann war noch in der Arbeit damals, da ist dann nicht so gewesen, dass ich Vormittag unbedingt daheim sein müssen. Die Kinder waren in der Schule, also da ist das eigentlich leicht gegangen. Meine Tochter war damals 3 und ich habe es im Vollkaritas Kindergarten herbracht und habe mir dann gedacht, den Vormittag könnte eigentlich da mithelfen. Und bis 12, wie es wieder zum Abholen war, also war das eigentlich dann gut genützt und habe da mal ein bisschen mitgeholfen und jetzt bin ich glaube ich schon das 8. Jahr dabei. Und man merkt eigentlich, dass, ja, dass das was bringt und dass das eigentlich eine gute Aktion ist und dass die Sachen immer mehr werden, dass man das gar nicht irgendwie abstellen kann. Und der Montagvormittag, das ist schon fix eingeplant. Ich habe mal was hergebracht. Ich habe eigentlich von der Aktion nichts gewusst. Und da habe ich gelesen, ja, da wird gesammelt und dann haben sie so viele Sachen gehabt den Tag, dass ich gesagt habe, na, okay, da könnte ich auch helfen, weil ich habe jetzt Vormittag eh nur da wenig zu tun. Ich bin zwar verheiratet, muss für meinen Mann kochen, aber das geht dann eh schnell. Ne? Praktisch, als mir mal angeregt, ob ich helfen, der helfen konnte oder wie. Ne? Ja, ja. Da habe ich gesagt, na, wenn ich Zeit habe, machen ja, wir das. Ja. Und so ist das zustande gekommen. Ne? Mhm. Und dann hat es mit den Rallen ein bisschen angefangen, das, ne? Und dann die Rallen, die haben sie repariert, ne? Bestens. Und, ja. Und uns das sind wieder, dass sie wieder betriebsfähig waren. Ne? Ja, und das waren bei jeder Ladung waren ein paar Rallen von dir dabei. Ja. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein wenig weniger. Ne? Das ist verschieden, wenn das halt angefallen sind. Ne? Das ist einmal kurz vor Weihnachten gewesen, weil wir geladen haben. Nicht? Und dann sind ziemlich viele Spielsachen und auch Süßigkeiten für Kinder dabei gewesen. Nicht? Ich meine, das ist dann auch irgendwie Genugtuung gewesen, mhm. dass Kinder in dem Land, wo es nicht so gut geht, als wir bei uns, nicht? Dass die auch was mhm. haben. So. Wie gesagt, das Schönste ist wenn es wieder geglückt ist, dass ein Lastwagen voll geworden ist. Dass alles funktioniert hat, dass alles rechtzeitig mhm. zusammengekommen ist, dass die Leute geholfen hat. Beim Runterfahren war es sicher das Schönste für mich, dass man es gesehen hat, wie es ankommt. Das ist ein wesentliches Motiv gewesen, so weit arbeiten. Mhm. Das wird gebraucht, das hat einen Sinn, wenn man das tut.
Wir haben auch das eine oder andere gesehen, was wir runtergeschickt haben. Zum Beispiel unsere alte Kindergartentüre, die im Zuge der Renovierung erneuert worden ist. Und die alte Tür ist eben dann runtergeschickt worden und die haben es dort als Kirchenportal eingesetzt. Und wenn man dann vor der Tür steht, die ich ja x-mal in der Hand gehabt habe aufgrund meiner Kinder, die im Kindergarten gegangen sind, und so wäre es weggeschmissen worden, und dort findet es eigentlich, hat es noch einen guten Zweck erfüllt. Und die Freude, was sie damit haben, dass sie da jetzt da so eine schöne Tür haben für ihre Kirche. Und das war eigentlich schon sehr berührend. Sendung war unlängst einer da, der hat das so gesehen, also so den Menschen durchsichtig hat er gesehen. Ja. Und der hat gesagt, wenn er den Kaffee sind, dann kann ich ihn nicht geben. Also er hat nicht gesagt, sieht man, er hat gesagt, dass ich das findet sich ein Blumenmimo, wenn man in ein Kaffee ein bisschen nicht gibt. Warum ist das Blumen schon gewohnt? Ja, das ist nicht ungesund, hat er gesagt. Und seitdem trinke ich meinen Kaffee immer schwarz und ich finde in der Früh. Du warst mehr gut. Ich habe mir immer Milch eingegeben und ich finde, dass mir in der Früh immer schon besser geht nach dem Frühstück, weil man auch Milch mehr im Kaffee ist. Ja, das ist echt wahr. Ich trinke nur mehr schwarz. Und dann war diese Gruppe auch so nett, diese Gemeinschaft. Ich habe sich so wohl gefühlt. Ne? Ja. Und wenn dann ein Bus wieder weg ist, war man ja auch ein bisschen stolz, dass man dazu beigetragen hat. Ne? Mhm. Und noch mehr Freude beim Einpacken hatte ich nach der Rückkehr von unserem Ausflug. Ne? Da hat man erst so bewusst, hat man so gesehen, wie notwendig sie das brauchen. Wie dankbar sind sie. Also hat das mit noch mehr Freude eigentlich gemacht. Ne? Ja, der schönste Moment war dann, also wie wir den ersten Lastwagen gelohnt gehabt haben und wir weg waren und wie wir die erste Nachricht gekriegt haben, also dass alles brauchen haben, Kind und Freude gehabt haben und dass wir eben, dass wir das helfen haben können, dass wir das zustande gebracht haben, dass wir angefangen haben überhaupt. Dass die Rose das so übernommen hat, weil es ist ja auch kein einfaches Ding, wenn am Anfang, wenn es nicht weiß, mit dem Zoo und mit der Ding alles, mit der Abfertigung und das. Ich habe eine Cousine in Giacovo, die Maristella, in Giacovo im Kloster, und die hat mich angerufen und hat gesagt, bei uns wird Krieg, wir spüren das, wir sollen für sie beten. Und ja, ein halbes Jahr drauf, so ungefähr, hat der Krieg begonnen. Und dann habe ich eben ihre Schwester, die ist in Zagreb, die ist auch Cousine von mir, angerufen und die hat gesagt, sie haben das Haus voller Flüchtlinge, wie eben der Krieg begonnen hat. Und ob wir ihnen helfen können. Und dann habe ich eben Pakete gemacht, habe in meiner Bekanntenkreis gesammelt, Kinderbekleidung, Unterwäsche und so weiter. Und habe Pakete runtergeschickt. Und immer ein bisschen Schokolade und so auch dazu. Und da habe ich ungefähr 10 Pakete geschickt. Und das war so teuer. Und das habe ich gesagt, nein, das geht nicht mehr. Da müssen wir was anderes. Und dann haben wir eben unseren Renault die hinteren Sitze raus und haben den vollgestopft mit Schachteln und sind runtergefahren. Und die Cousine, die hat es dann auch in die Pfarre gebracht und einen Teil bei sich daheim für ihre Flüchtlinge. Und dann haben wir gedacht, jetzt der Eva helfe ich, die rufe ich dauernd an. Und die Mari, die ist ja noch viel östlicher, dort tobt ja der Krieg. Jetzt möchte ich wissen, wie es der geht. Und dann habe ich eben vom Kloster die Telefonnummer der Pfarre gekriegt von Ivankovo und habe dort angerufen und
Ja, die Mari ist ja Lehrerin gewesen und habe halt gefragt, ob die Mari kennen. Ja, ja, die ist Ucitelica. Und der geht, Ucitelica ist Lehrerin. Mhm. Und es geht ja, wie es uns halt allen geht, nicht so gut, aber bei uns wird eigentlich direkt im Dorf nicht geschossen, aber sie sind vollgestopft mit Flüchtlingen und es geht ihnen sehr schlecht. Und ob wir ihnen helfen könnten. Da habe ich gesagt, ja, wie helfen? Ja, wir sollen sammeln, sie schicken dann einen Laster und das passt schon. Genau, es hat ja begonnen, ungefähr am 10. Oktober, das Datum weiß ich jetzt nicht mehr genau. Du warst, glaube ich, ja, du warst eh noch daheim, aber du warst ja nicht so viel daheim. Und die zwei sind nach Wien. Der Vati und die Vita sind nach Wien gefahren und haben dort Boden geschmirgelt oder was weiß ich, was sie gemacht haben. Und ich war alleine. Oktober, finster. Und dann habe ich in Ivankovo angerufen. Und ich denke, so, und jetzt rufe ich dort an. Ja, das war dieses Loch. Und ich bin dann zum Pfarrer rüber und habe ihm das gesagt. Na gut, machst halt einen Aufruf und sammeln wir halt. Naja, aber wie geht das weiter? Er hat es auch nicht gewusst. Dann habe ich bei der Caritas angerufen und gesagt, ob ich da irgendwelche Instruktionen haben könnte. Die Vollmacht hat gesagt, ja, kommen Sie, ich erkläre Ihnen das alles. Da haben wir uns einen Nachmittag ausgemacht, bin ich reingefahren. Die hat mir dann alles aufgeschrieben, was man beachten muss, dass wir alles anschauen müssen, dass wir verantwortlich sind, was geschickt wird. Nicht, dass ich, wenn jemand ein Backel bringt, sollen wir hineinschauen. Das ist nicht einfach. Ja, weil damals war überhaupt noch Krieg, da haben uns auch Kroaten und andere sowas gebracht. Und wir müssen wissen, was da drinnen ist. Und hat eben gesagt, wie die Ladeliste geschrieben gehört. Und hat gesagt, und Sie müssen mitzählen bei jedem Backel, ein Stricherl machen, sich nicht ablenken lassen, weil das muss stimmen. Und je detaillierter, umso besser. Und ja, und die Caritas war uns dann behilflich mit den Zollpapieren und ich habe die Ladeliste mit der Hand geschrieben und die haben es dann mit im Computer rein und die Zollformalitäten und dann sind wir zum Hafen runter zum Zoll, da ist plombiert worden und da war am Anfang waren eben die Zöllner zuständig und die haben uns schon manchmal ein bisschen ja, schikaniert. Ja, die Caritas müssen wir ein bisschen besser kontrollieren. Die schmuggeln Waffen und lauter so. Und einmal haben sie uns wirklich das Auto fast umgedreht. Und da haben wir uns bei den Fahrrädern verzählt. Da waren, glaube ich, statt 3 waren 4. Oder ich weiß nicht mehr. Jedenfalls hat das nicht ganz gestimmt. Ja, da müssen wir noch genauer schauen. Haben sie in jeden Ofen reingeschaut, ob was drin ist. Und da habe ich geschwitzt. Und dann haben sie bei der Caritas eben gesagt, geht's zum Handel. Und seitdem geht es so. Die sind so freundlich und arbeiten so schnell. Das ist richtig schön. Das ist Schule.
Da habe ich einmal einen Brief bekommen von irgendeinem Pfarrer aus dem Innviertel oder was das war. In der Caritas haben sie gesagt, sie haben Erfahrung und sie sollen uns sagen, wo sie das hinschicken, wie sie das machen. Und so. Das war so lustig. Da war ich schon die Fachfrau. Ja, weil es haben sich dann immer wieder Pfarrer, haben geglaubt, mein Gott, die Armen, da wollen wir helfen, aber wie tut man da und so. Ja, und ich habe ihnen dann schon gesagt, wie ich es mache. Und ja, sollen sie nachmachen, wenn sie wollen. Da sind wir mit dem Herbert seinem Autoanhänger herumgefahren. Wenn wer was gehabt hat, haben wir es abgeholt. Das war unsere erste Reklame. In der Kirche haben wir da so ein Plakat gemacht. Wie wir zusammen begonnen haben, da haben die Leute, wenn sie ein Gewand und so gebracht haben, haben sie uns ein Geld auch gleich gegeben. So viele. Oder nach der Messe, mein Gott, Rosi, weil ich habe da ein paar Mal im Jahr Sammlungen gemacht am Anfang in der Kirche. Und dann haben sie oft das Geld vergessen. Dann haben sie am nächsten Sonntag, ich habe letztes Mal nichts mitgehabt und haben sie mir einen Hunderter in die Hand gedruckt und so. Das war so schön. Ja. Der Straße. Eine habe ich einmal bei der Raiffeisen getroffen, hat gesagt, mein Gott, ich habe die schon so lange nicht mehr gesehen, ich möchte auch was beitragen und hat mir Geld in die Hand gedruckt. So ganz inoffiziell. Und das ist schon ein Vertrauensbeweis. Im ersten Jahr, da haben wir ja nicht gewusst, dass es so lange dauern wird und dass das so eine Lawine wird. Und da haben wir halt gesammelt, eben wie die Leute drucken das in die Hand und Aufruf und so. Und wenn wir eben 5.000, 6.000 Schilling benannt gehabt haben, dann haben wir um das Geld Mehl, Zucker und so gekauft und beladen runtergeschickt. Und bis dann wieder genug Geld war, haben wir wieder runtergeschickt. Und da habe ich nur aufgeschrieben, erster LKW, zweiter, so viel Tausender, so viel Tausender. Das war die ganze Buchführung. Und nach einem Jahr haben wir dann richtig jeden Groschen eben aufgeschrieben und so und halt Buch geführt. Damals, wie wir es noch nicht so aufgeschrieben haben, haben wir Rechenschaft abgelegt von der Kanzel weg. Mhm. Und dann später haben wir es eben aufgeschrieben. Man wächst mit der Aufgabe so Schritt für Schritt. Man macht dann wieder mal einen Fehler, ist nicht so schlimm. Jedes, wenn man sagt, nein, ich habe keinen Fehler gemacht. Ja, aber man macht einen Fehler und lernt daraus und nächstes Mal weiß man schon, auf was man acht geben muss. Genau.
Da haben wir unseren 50. LKW gefeiert und haben den Pfarrer aus Ivankovo und aus Nuschta eingeladen zu unserer Feier. Und die waren damals da. Sieht man dort den Pfarrer? Ja, von hinten, da sieht man von vorne. Und die haben einen Schnaps mitgebracht und haben den Leuten Schnaps angeboten. Dann haben sie uns ein Danklied gesungen. Ich glaube auch, dass das Miteinanderarbeiten was Wesentliches ist, dass eine Gruppe zusammenwächst. Ja, ja, ja. Ich sehe das beim Flohmarkt auch, was da passiert, wenn es so regelmäßig eine gewisse Zeit ist, wo man miteinander arbeitet, dass auch da was entsteht. Man muss nur den nächsten Schritt sehen, glaube ich, das war es auch im Wesentlichen. Man kann nicht sagen, wir fahren eine 100-Lastung oder 200-Lastung, aber sagen. Kann man so gar nicht denken. Ja, so ist gewachsen. Und das glaube ich, dass bei vielen Sachen ist, wenn was wächst, dann hat es auch Beständigkeit. Wenn es plötzlich in den Tee schießt, dann ist. Dann hat es keine Nachhaltigkeit. Ja. Wenn ihr gewusst hättet, wenn ihr damals schon gewusst hättet, dass einmal zu viel wären. Hätten wir uns ja auch überlegt, ob wir sich das anschauen. Ja. Ja. Ich hätte mich gefürchtet, ich hätte mich nicht getraut. Mhm. Ja. Ja, das war ja am Anfang alles Neuland. Die ganzen Formalitäten. Und wie komme ich zu Sachen? Ich habe einfach immer nachgedacht, wen könnte ich anpumpen? Ne? Und da habe ich eben die verschiedenen Pfarren und. Na, und ich bin eigentlich Bettelmeisterin geworden. Ich habe schon. Haben wir immer gedacht, wo könnte man, wer könnte man was geben? Und haben wir gedacht, mein Gott, wir haben doch den Haas in der Nähe, da könnte ich doch einmal fragen. Ich habe mich nicht so leicht abschmettern lassen, obwohl mir eine Bekannte gesagt hat, du so bringst nichts zusammen, du musst schon persönlich hingehen. Mit dem Telefon, das bringt nichts. Aber ich habe mit dem Telefon das besser können. So hingehen, habe mich nicht so traut. Telefonieren war viel leichter. Da habe ich mich auch nicht abwimmeln lassen. Aber ja, und die hat dann gesagt, du musst was darstellen, du musst dich schön anziehen was mir die Anleitung gegeben hat, im Persönlichen. Nein, das ist mir nicht gelegen. Das kann ich nicht. Und ja, und eine Frau und noch dazu eine, die das nicht gelernt hat, wie soll da jemals was werden? Ja, das habe ich auch überwinden gelernt. Und es müssen nicht nur Männer eben solche Sachen machen und können nicht nur Männer, sondern auch eine gewöhnliche Schneiderin. Ich habe Schneiderin gelernt, habe jung geheiratet, habe Kinder gekriegt und habe das trotzdem geschafft. Mit Ausdauer und Hartnäckigkeit habe ich das zusammengebracht, was manche eben ein Studium dazu brauchen. Ich meine, ich habe mir eigentlich nie gedacht, ich muss denen beweisen, dass ich das kann. Ich wollte halt helfen und habe es geschafft. Ja. Und ich habe auch inzwischen einige Caritas-Kurse gemacht, so verschiedene. Und da habe ich halt auch gelernt, ja, dass man Ausdauer braucht. Und mehr als ich kann, kann ich nicht. Und was ich kann, das mache ich gern. Und wenn ich einmal nicht schlafen kann, dass ich mich so sorge, dann ist das einfach zu viel und das muss ich beiseite schieben und aufhören. Das habe ich auch gelernt. Weil am Anfang habe ich ja nicht schlafen können, bevor der Laster nicht weg war. Das war schon. Und ich habe schon mit der Zeit eben gelernt, das geht nicht. Abschalten. Und jetzt wollte ich nicht so fromm daherreden, aber jetzt sage ich es halt trotzdem. Was, ja. Ich habe mir manchmal so am Abend gedacht, wenn es. Ach Gott, das geht nicht, das schaffe ich nicht. Und man denkt, ja, lieber Gott, wenn du willst, dass ich das mache, dann hilf mir. Und sonst geht es halt nicht. Wenn es gehen soll, dann hilf mir und mit Geduld und Gott vertrauen. Und wenn man das nicht hat, ja, geht es vielleicht auch bei manchen, bei mir nicht. Das bin halt ich.
das habe ich auch gelernt, das bin halt ich. Weil früher, ja, die kann das und die ist so schön und die ist so groß und die nicht. Ist das jetzt auch da? Ja, heute ist so ein probieren wir es einmal, ne? Bis um 10 mit dem Mann auch so gegangen. Ja, aber der eine ist krank, der andere ist so verhindert, jetzt haben wir einen Stress gehabt. Eigentlich sind die Details unwichtig, weil es gibt immer irgendwo Leute, die in Not sind. In dem Fall hat alles begonnen im Balkankrieg 1991. Große Teile von Ostslawonien waren besetzt und hunderttausende Leute haben ihre Heimat verloren. Die meisten von ihnen sind in der Gegend geblieben und haben in die umliegenden Regionen jahrelang auf die Heimkehr gewartet. Sie haben notdürftige Unterkünfte improvisiert, in Eisenbahnwaggons, Scheunen, Ställe und Baracken. Und manche haben auf dem blanken Erdboden geschlafen. Es hat an allem gefehlt. Aber die Reaktionen überall auf der Welt waren sehr unterschiedlich. Den anderen war es egal, weil es in der Gegend sowieso kein Erdöl gibt. Bei Nachbarn in Not hat es wiederum Spendenrekorde gegeben und andere waren einfach nur schadenfroh. Sie haben gesagt, ihr habt uns damals alles weggenommen und jetzt geht es euch genauso. Sehr gut. Das waren die, die im Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verloren haben. Sie waren jahrzehntelang verbittert über das Leid, das ihnen zugefügt worden ist. Und die Verbitterung ist umgeschlagen in Abscheu und Hass. Man hat in den Opfern nur mehr die Gesichter der damaligen Täter gesehen.